Hiho und willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem Let's Play Special von mir. Ja, ich weiß nicht, wann die Folgen veröffentlicht werden. Ja, da dieses Let's Play hier jetzt nicht direkt in meinen Aufnahmeplan reinkommt, sondern ich es einfach mal aus Lust und Laune so aufnehme. Und zwar spielen wir heute Castle Story. Castle Story ist ein Schlossbauspiel, deswegen Castle. Hauptziel des Spiels ist es halt, ein hübsches Schloss zu bauen, so wie das, was man da hinten im Hintergrund sehen kann. Nur hübscher. Nach eigenen Vorstellungen, eigener Kreativität. Wir haben sehr viele verschiedene Steinblöcke zur Auswahl, mit denen wir bauen können, was das Ganze sehr toll macht. Und es gibt auch verschiedene Spielmodi. Nämlich, also ich bin jetzt gerade hier auf Spielen gegangen. Ich kann auch in die Einstellungen gehen. Soll ich mal kurz machen vielleicht. Spezielle Inhalte während Feiertagen. Ja, das kann ich mal anmachen. Meine Sprache wäre eigentlich Deutsch, aber auch gut. Grafik ist alles. Bildschirmauflösung, die könnten wir auf 60 Hertz setzen. Nein, können wir nicht, weil das Spiel keine 60 Hertz in der höchsten Auflösung unterstützt. Auch gut. Das stellen wir mal auf hoch. Ja, Bitfrequenz ist aber auf 60 Hertz limitiert. Okay. Auch gut. Audio wollte ich ganz kurz. Ah, das sieht okay aus. Sicher wegen der Lautstärke. Und Maus ist eigentlich okay. Gut. Ja. Entschuldigung wegen dem kurzen Eingriff, aber jetzt zurück zum Thema. Wenn wir auf Spielen klicken und in den Einzelspieler kommen, es gibt sogar einen Mehrspieler. Ich weiß nicht mal, ob da Spiele überhaupt offen sind. Ah, tatsächlich, ein Spiel ist offen, aber... Nö. Wir bleiben beim Einzelspieler. Es gibt drei Spielmodi im Einzelspieler. Sandkasten, das ist das erste, womit wir uns befassen werden, also in dieser Aufnahmesession. Um ein bisschen herumzuprobieren, weil ich habe das Spiel noch nie richtig gespielt, muss ich zugeben. Ich habe es jetzt schon seit zig Jahren in meiner Steam-Library rumliegen. Ich war sogar ein Baker von diesem Spiel. Also ja, es ist auf Kickstarter gekommen. Dann gibt es Invasion. Also sozusagen Defense, wo man seinen Heimkristall verteidigen muss gegen immer mehr Wellen, die immer stärker werden. Das ist das, was wir nachher machen werden, sobald wir uns im Sandkasten ein bisschen an die Steuerung oder alles gewöhnt haben und ans Bauen. Weil das Bauen scheint in dem Spiel doch ein bisschen komplexer zu sein und die eigentliche Herausforderung zu sein. Und bei Eroberung scheint man sein eigenes Schloss bauen zu müssen, verteidigen zu müssen, aber auch gegnerische Lager zerstören zu müssen. Das können wir uns ja irgendwann mal angucken, wenn wir keine Lust mehr auf Invasion haben. Oder wenn wir einmal Invasion gemacht haben. Und dann mal Eroberung angucken. Gut, wir gehen aber erstmal nochmal zurück. Weil hier ist noch ein Knopf, nämlich Tutorial spielen. Und ja, noch ein kurzes Vorwort. Die Version von Castle Story ist 1.1. Die ist vom 13. Dezember 2018. Also das ist jetzt schon... Ja... 5 Monate her. Ja. Und scheinbar wird das Spiel auch nicht mehr weiterentwickelt. Also, die Entwickler Sourpuss Studios scheinen sich jetzt um ihr neues Spiel zu kümmern und dieses Spiel ist jetzt so gesehen mit 1.1 die finale Version. Das heißt, alles, was wir an Bugs und so erleben, damit müssen wir halt leben. Und dass kein neuer Content mehr kommt. Aber ich bin trotzdem gespannt. Gut. Wir starten wie gesagt das Tutorial, damit wir mal ein Gefühl fürs Spiel kriegen. Und auch im Tutorial ein bisschen rumexperimentieren können. Ich hoffe nämlich mal, dass das ein Sandbox-Tutorial ist und nicht ein Invasion-Tutorial. Also. Jetzt müssen wir nur warten, bis es geladen hat.
Ja, klicke mit der rechten Maustaste auf verschiedene Objekte wie den Ofen, um ein Kontextmenü zu erhalten. Das Menü bietet dir verschiedene Aktionen an, je nachdem, was ausgeführt wird. Und wir betreten gleich die Welt. Ja, das Laden geht schon mal recht schnell, so wie es aussieht. Ich hätte nichts sagen sollen, jetzt scheint es zu hängen. Ah, Vorführeffekte. Ja, mein eigentliches Ziel jetzt im Sandbox ist es, einen Turm zu bauen, eine Mauer an den Turm zu bauen, also rund um unseren Kristall herum, und Plattformen an die Mauer zu bauen, auf der dann Archer stehen können. Oder andere Fernkämpfer. Weil das wert, Evasion rauszufinden, wie was gebaut wird, ist dann doch vielleicht etwas heftig. Na, jetzt dauert es wirklich ein bisschen länger hier. Das Welt generieren oder das Welt betreten. Na komm. Ich glaube, das Spiel macht das jetzt gerade absichtlich. Absichtlich. Ah, jetzt. Ja, okay, wir sind im Sandkasten auf der Insel Invictus. Gut. Dies ist der Sandkastenmodus. Hier kannst du alles tun, was du willst. Es gibt keine zeitliche Begrenzung und keine Corruptors, sodass du ohne Sorgen bauen kannst. Nutze diese Zeit, um das Spiel zu erkunden und die Kunst des Festungsbaus zu üben. Ja, genau deswegen sind wir hier. Viel Spaß, danke. Ich bin bereit. Anfängerleitfaden, das ist wohl das Tutorial. Willkommen in Castle Story. Mit diesem Tutorial werden wir dir die Grundlagen des Spiels beibringen. Castle Story ist ein komplexes Spiel, daher empfehlen wir es komplett durchzumachen, bevor du tiefer in anderen Spielmodi eintauchst. Fangen wir an. Profi-Tipp: Falls du dieses Tutorial nicht sehen willst, öffne das Hauptmenü und deaktiviere das Tutorial in Einstellungen allgemein Hilfe Einblendungen deaktivieren. Aha. Gut, weiter. Lerne die Bricktorns kennen. Die Bricktorns. Bricktorns sind freundliche gelbe Kreaturen, der da sieht nicht so freundlich aus, der da eigentlich auch nicht, die deinen Anweisungen folgen. Du kannst ihnen direkte Befehle erteilen oder Aufträge platzieren, die sie nach ihren eigenen Ermessen erledigen werden. Der Heimkristall ist das Herz deiner Zivilisation. Du musst ihn um jeden Preis vor plündernden Kreaturen oder rivalisierenden Brickton-Dörfern schützen. Der Heimkristall ist auch deine Energiequelle und der einzige Ort, um mehr Bricktorns zu bekommen. Sieht mal hier unten, Population ist 5 von 15. Oh, das hier ist Englisch. Wahrscheinlich ist nur das Hauptmenü Deutsch. Du benötigst mehr Lager, das ist auch gut. Diese Bricktrons werden automatisch bei deinem Heimkristall respawnen, also tote Bricktrons. Und wir kriegen irgendwie Energie, mit der wir dann Bricktrons spawnen können. Okay, weiter. Die Grundlagen. Ah, die Kamerasteuerung. Bewegen. Benutze die WASD-Tasten, um dich horizontal zu bewegen. Du kannst die Bildschirmsteuerung mit der Maus in den Einstellungen aktivieren. Ja, das ist eigentlich aktiviert. Kamera drehen. Benutze Q und E, um die Kamera zu drehen. Und die mittlere Maustaste, um sie zu neigen. Ja, also volle Kamerakontrolle. Das ist immer schön bei solchen Spielen. Wenn wir so freie Bauvorhaben und so haben. Benutze Page Up, Page Down und das Mausrad, um rein raus zu zoomen. Benutze Shift und Mausrad, um die Höhe der Kamera zu ändern. Ah, sogar das geht. Das ist sehr cool. Also so zoomen wir rein und raus und so gehen wir hoch und runter, um mehr Überblick zu haben. Ja, und die Insel ist recht groß und schön. Hier würde es jetzt mehrere Wege geben, die wir verteidigen müssten. Nämlich hier, hier, hier wahrscheinlich durch den Wald können sie auch kommen, oder? Nee, können sie nicht, da ist eine Klippe.
Also müssen wir hier und hier verteidigen. Mhm. Gut, okay. Dann gehen wir mal wieder etwas näher ran an unsere... Okay, das Runterzoomen geht ein bisschen langsamer, aber ist okay. Das Ding hier ist nur ein bisschen irritierend gerade. Okay. Profi-Tipp, du kannst die Autohöhenanpassung umschalten, indem du Tilde drückst. Ja, okay, das lassen wir mal gut sein. Achso, wenn wir eine Weile nichts machen, dann zoomen wir wieder rein. Okay, verstanden. Also da gehen wir wieder auf Standardhöhe. Das ist einfach nur für die Übersicht kurzzeitig. Gut. Die Grundlagen. Befehle ausgeben. Brickturns auswählen. Benutze die linke Maustaste, um einen Brickturn auszuwählen. Du kannst auch 10 und mehrere auszuwählen. Sobald ein Brickturn ausgewählt wurde, wird ein gelber Kreis unter seinen Füßen erscheinen. Wenn du einen Brickturn doppelklickst, wird er alle Brickturns derselben Art auswählen. Zum Beispiel Arbeiter, Bogenschützen, Ritter. Rechtsklicke auf den Boden, um einen Bewegungsbefehl zu erteilen. Wenn du auf den Boden Steuerung rechtsklickst, wird dies ein Grabenbefehl erteilt. Steuerungspunkt rechtsklick auf Ziegel oder Strukturen wird ein Zerstörbefehl erteilen. Aha. Okay, Ressourcen sammeln. In der Castle Story sammelst du Ressourcen, indem du Aufträge platzierst. Bringt uns wenig Aufträge nach Priorität, aber du kannst sie auch selbst zuweisen. Holz ist die erste Ressource, die du sammeln musst. Lass uns ein paar Bäume fällen. Gut, wir können Bäume hier fällen. Wir können Bäume hier fällen. Holz sammeln. Drücke die Aufträge-Taste in der Mitte links auf deinem Bildschirm und wähle den Holzsammelauftrag aus. Klicke auf einen Baum. Auf eine Baumsammlung, du solltest einen gelben Kreis sehen, der alle darin enthaltenen Bäume hervorhebt. Drücke Enter oder Tab oder den grünen Haken, um den Auftrag zu bestätigen. Profi-Tipp, du kannst den Radius ändern des Sammelauftrags, indem du auf den gelben Kreis klickst und ziehst oder die Mitte verschiebst, indem du den Punkt in der Mitte klickst und verschiebst. Ja, das Deutsch ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also nicht sehr akkurat. Also wir nehmen hier die Aufträge, den Aufträge-Tab. Wir haben hier noch den Strukturen- und den Blöcke-Tab, wie ich sehe. Und den Blaupausen-Tab. Okay. Gut. Bauen. Ach, da kommen wir in den Tab. Gut. Dann bleiben wir jetzt bei dem Tab. Wir wollen einen Sammelauftrag für Bäume. Hier sind jetzt Bäume im Radius. Wir können den Radius vergrößern, um noch mehr Bäume zu fällen. Aber ich denke mal, das wird an Bäumen erst reichen. Das sind 7 Stück. Und dann sollen wir hier unten mit dem grünen Haken wahrscheinlich den Auftrag bestätigen oder mit Tab. So. Oh, und dann laufen sie schon zur Arbeit. So. Rohmaterialien verarbeiten. Jetzt hast du einen Haufen Holz, aber deine Brickturns wissen nicht, was sie damit machen sollen. Lass einen Hackblock bauen, um es in Bretter umzuwandeln. Ein Hackblock erstellen. Drück die Struktur links. Und da ist gerade Holz ins Nirvana geflogen. Da auch wieder. Und da auch wieder. Ja, gut. Lass einen Hackblock bauen, um es in Bretter umzuwandeln. Ein Hackblock erstellen. Drücke die Strukturtaste links in der Mitte des Bildschirms und wähle den Hackblock aus. Klicke auf die Wohnung, um ihn zu platzieren. Du sollst die Blaupause eines Hackblocks auf dem Boden sehen. Drücke Enter oder Tab oder den grünen Haken, um die Blaupause zu bestätigen. Einer deiner Victors sollte sofort einen Holzstamm nehmen und ihn auf die Blaupause platzieren, um den Hackblock zu erstellen. Also Strukturen. Hackblock. Den können wir hier in der Nähe des Kristalls platzieren. Aber nicht so weit von den Bäumen weg. So. Und das müssen wir wieder mit Enter oder Tab bestätigen. Oder halt mit dem grünen Haken. So, der Hackblock ist schon mal fertig und da kommt auch schon das erste Holz zum Hacken. Nö. Sie werfen es einfach wieder hin. Ah, er hackt. Dong. Okay, so macht man Bretter. Gut zu wissen.
Deine Ressourcenlager. Die meisten Ressourcen müssen gelagert werden, damit Victron sie benutzen können. Lager werden benötigt, um dies zu tun. Tatsächlich wirst du eine Menge Lager benötigen, um ein Dorf effizient zu führen. Wir wollen ja eigentlich kein Dorf führen, sondern eine Festung. Drücke die Strukturentaste und wähle das Lager in der Lagerabteilung aus. Platziere ein paar Lager auf dem Boden. Drücke Enter-Tab, um die Blaupause zu bestätigen.